unser Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen und ich bin angekommen im Kapitel 4, Führungskräfte und Antisozialität. Das Kapitel ist geschrieben worden von Gerhard Dammann und der Abschnitt 4.9 lautet die Studien von Babiak und Haare. Der amerikanische Wirtschaftspsychologe Paul Babiak wurde in den letzten Jahren durch seine Untersuchungen zur Psychopathie im Sinne von extrem rücksichtslosen, zum Teil mit krimineller Energie und antisozialem Verhalten gepaarten, schwerem Narzissmus bei Führungskräften bekannt. Babiak konnte nachweisen, dass sich solche Persönlichkeiten, die er in Anführungsstrichen Schlangen in Nadelstreifen, Anführungsstriche zu Ende, nennt, vermehrt in höheren Führungsetagen finden lassen. Während in der Gesamtbevölkerung der Anteil etwa 1% betragen würde, kämen in US-Firmen auf 100 Angestellte rund 8 Psychopathen und das auch noch stets in höheren Positionen. Die psychopathischen Manager, Babiak spricht von Corporate Psychopathy, seien zwar kaum körperlich aggressiv und häufig sogar recht geschickte Selbstvermarkter, andere negative Eigenschaften kämen aber sehr wohl zum Tragen. Mit ausschließlicher Selbstbezogenheit, Unberechenbarkeit und der Neigung, andere zu beschuldigen, könnten diese Personen Konzerne bis in den Abgrund treiben. Babiak, Neumann und Haare untersuchen Psychopathie in einem Sample von 203 Managern, die von ihren Firmen auf eine Management-Weiterbildung ausgesucht worden waren. Es zeigt sich, dass die Prävalenz, in Klammern gemessen mit der Psychopathy Checklist Revised PCLR und der Psychopathy Checklist Screening Version PCL-SV, Klammer zu, höher waren als in einer normalen bevölkerungsbasierten Kontrollpopulation. Zitat Anfang. Psychopathie war positiv korreliert mit der In-House-Bewertung von Charisma-Darstellungsfähigkeit, in Klammern Kreativität, gutes strategisches Denken und Kommunikationsfähigkeiten, Klammer zu, aber negativ korreliert mit Verantwortungsbewusstsein, Leistungserfüllung, in Klammern teamfähig sein, Managementfähigkeiten und allgemeine Aufgabenerfüllung, Klammer zu, Zitat Ende, findet man bei Babiak, Neumann und Haare, 2010. So. Das deutliche Vorhandensein typischer Persönlichkeitseigenschaften von Wirtschaftsstraftätern und hoher Psychopathie-Score stellen allerdings keinen Beweis für dialektisches Handeln in der Zukunft dar. Typisch scheint ein stärkerer Hedonismus, das heißt Interessen an einem hohen Lebensstandard und äußerem Prestige, der Wirtschaftsdelinquenten von Wirtschaftsmanagern unterscheidet. Der eher persönlich bescheidene oder gar asketische Typus ist folglich weniger gefährdet. Hohe Psychopathie-Scores sind in kriminellen Populationen überzufällig. Aber es gibt auch Persönlichkeiten mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen, in Klammern funktionale Psychopathen, die sozial nicht auffällig werden und sogar erfolgreich sein können. Ich vermute, dass für die Frage, ob jemand ein erfolgreicher oder erfolgloser Psychopath wird, in Klammern besser sollte man fragen, ob jemand trotz neuropsychologischer Reaktionsweisen, die als Psychopathie bezeichnet werden, Erfolg haben kann, Klammer zu, folgende Aspekte von Bedeutung sind: Fähigkeit zur Emotionsregulation, Intelligenzniveau, Gewalterfahrungen, fehlende Eltern in der Kindheit, Sucht der Eltern, psychologische Resilienzfaktoren etc. Psychopathie und antisoziale Dimensionen in Kombination sind fatal. Psychopathische Züge sind ohne eine antisoziale Dimension
Psychopathische Züge ohne eine antisoziale Dimension können sich dagegen durch späteren Erfolg auszeichnen. Babiak und Haare beschreiben in ihrem Werk über Psychopathie in der Berufswelt folgende Merkmale des aggressiven Narzissmus, der in die Psychopathie übergehen kann. Erster Punkt. Trickreich, sprachgewandter Blender mit oberflächlichem Charme. Zweiter Punkt. Erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl. Dritter Punkt. Pathologisches Lügen, in Klammern Pseudologie. Vierter Punkt. Betrügerisches, manipulatives Verhalten. Fünfter Punkt. Mangeln an Gewissensbissen oder Schuldgefühlen. Sechster Punkt. Oberflächliche Gefühle. Siebter Punkt. Gefühlskälte, Mangel an Empathie. Achter Punkt. Mangelnde Fähigkeit oder Bereitschaft, Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen. Diese Merkmale aus dem diagnostischen Instrument Psychopathy Checklist Revised, PCLR. So, nochmal, diese sechs Kriterien. Diese Kriterien sind Merkmale aus dem diagnostischen Instrument Psychopathy Checklist Revised, PCLR. Verweis auf Kapitel 16, ich gucke mal gerade nach. Klassifikation und Testdiagnostik, da kommt wahrscheinlich sowas drin vor. So. Während in der Normalbevölkerung die Quote dafür bei 1% liegt, vermuten Babiak und Haare, die von Corporate Psychopathy sprechen, im Management eine Quote von ca. 3,5%. Darunter fallen auch erfolgreiche Psychopathen, die über weite Strecken keine Probleme haben können, aber ein Risiko darstellen. Babiak steht Babiak nehmen an, muss heißen, Babiak nimmt an, dass Globalisierung und stärkerer Wettbewerb diesen Typus gefördert hätten. Zitat: Der Psychopath hat keine Mühe, mit den Konsequenzen von schneller Veränderung umgehen zu können. Tatsächlich gedeiht er darauf. Chaos in der Organisation bewirkt beides, die notwendige Stimulation für die psychopathische Sucht nach Thrill und ausreichender Schutz für psychopathische Manipulation und missbräuchliches Verhalten. Zitat Ende. So. Inzwischen gibt es warnende Stimmen, die darauf hinweisen, dass die Psychopathiekriterien, wenn sie nicht von Fachleuten angewandt werden, leicht missbraucht werden können und es die Tendenz gibt, in der Arbeitswelt, in Klammern zumindest im angloamerikanischen Raum, vermehrt Arbeitskollegen als Psychopathen zu diagnostizieren, was zu Stigmatisierung führt. Hier ist auch eine Quelle angeführt. Trotz der großen Aufmerksamkeit, die das Psychopathie-Paradigma in den letzten Jahren erfahren hat, bleiben zahlreiche Fragen ungeklärt. So gibt es Personen mit sehr hohen Psychopathiewerten, die sozial unauffällig und erfolgreich sein können, während es wiederum stark antisoziale und impulsive Kriminelle gibt, die geringe Psychopathie-Scores aufweisen. Das relativiert die Relevanz des Psychopathie-Konzepts. Auch wird das Psychopathiekonzept in jüngerer Zeit zunehmend mit positiven Eigenschaften, in Klammern wie sogar Weisheit, in Verbindung gebracht. Es stellt sich hier die Frage, ob der Begriff Psychopathie angemessen erscheint oder ob man nicht stattdessen besser von Persönlichkeitseigenschaften wie Furchtlosigkeit und Härte sprechen sollte, die es in anderer Weise auch bei Psychopathen gibt, die tatsächlich das bestimmte
Die Tatsache, dass bestimmte Eigenschaften als extrem hilfreich und dann wieder als extrem schädlich betrachtet werden, relativiert ihren heuristischen Wert. Ich komme mit dem, was der hier schreibt, nicht zurecht. Nach ja, ich finde das Kapitel 4 bisher am schwächsten. Unklar ist ferner die Frage, warum die Angstfreiheit in Klammern auf neurobiologischer Grundlage gleichzeitig zu einem übersteigerten Selbstwertgefühl und manipulativen Tendenzen anderen gegenüber führen kann. So, als nächstes kommen 4.10 Prävention und therapeutische Maßnahmen. So, tschüss.